So, Storm ist bereit. Von daher können wir nun mit dem Part beginnen. Hier am Anfang haben wir noch so ein kurzes Tutorial, das permanent jetzt die Sprachunterstützung abbricht. Ist ein wenig eigenartig. Ich aktiviere nochmal eben das Autoplay, damit Storm dann auch selbstständig zwischen den ganzen Parts hin und her fliegen kann. Gerade hier ist das recht nützlich. Jetzt werden wir hier noch mit den einzelnen Personen bekannt gemacht. Aber an sich ist das jetzt erstmal nicht wirklich interessant oder relevant. Ich denke, ich habe endlich ein Problem gefunden, das ich mit Science nicht lösen kann. Earths from different dimensions have merged into one. Convergence. And even though we've slowed it down for now, it's not over. And the only way we can stop the process is by giving it everything we've got. Da haben wir auch nochmal grob die Story erklärt, also wer Tor 2 Kingdom oder Dark Kingdom oder irgend sowas gesehen hat, wird es wahrscheinlich verstehen. Konvergenz, wenn alles in einer Linie steht, ist blöd. Kann vieles passieren. Das passiert jetzt gerade. Die Story an sich ist jetzt aber auch nicht so relevant hier für das Spiel, für das Game. Es ist eine ja, kleine Nebenhandlung, die ganz interessant und schick ist. Mehr aber auch nicht. Für jeden Char ist die Story auch komplett gleich. Also habt ihr die einmal mit einem Char durchlebt, dann reicht das vollkommen aus. Ihr müsst euch die nicht immer wieder neu anschauen. My ultimate creation. Sure, I had a little help. But if it's got my name on it, that means it's my responsibility. Still. Even I can't save the world alone. That's where Hank comes in. And Fury gets some credit too, I suppose. What we've managed to build together is just about as perfect as it gets. This city is built on lies, but under my rule, I can make it flawless again. Only together can we obtain that which we seek. Perfection. Und wie man jetzt sieht, vermischen sich hier so ein bisschen die Story-Inhalte, die man so aus den Filmen und Comics kennt, miteinander. Ich würde jetzt diese ganzen Zwischensequenzen jetzt erst einmal skippen, weil die uns jetzt nicht wirklich weiterbringen. Die Zwischensequenzen, die vertont sind, schauen wir uns natürlich an. Aber jetzt hier so diese ganz kleinen Handlungsstränge skippen wir jetzt einfach mal, weil es sonst auch sehr, sehr lang dauern würde. Wir sollten uns jetzt eigentlich in das erste Areal begeben. Das ist New Stark City. Ist am ehesten noch so ein bisschen ja, an die Neuzeit angepasst. An New York leicht angesiedelt. Dort geht es jetzt zunächst einmal hin. Und wie wir eben schon gesehen haben, Kingpin und Ultron werden hier die Hauptprotagonisten sein. Oder Antagonisten eher gesagt. So, dann greifen wir uns doch gleich mal die erste Hauptquest.
Und was auch wichtig ist, ich stelle mal die Kamera auf 3, die höchste Zoomstufe. Auf der Minimap sehen wir jetzt diese grünen kleinen Buttons hier. Das sind Nebenmissionen. Aber hier kriegen wir jetzt nur einen kleinen Heiltrank. Ist jetzt nicht so der Rede wert. Aber das Geld sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und durch die ganzen Nebenmissionen bekommen wir auch Ausrüstungsgegenstände. Brauchen wir später zum Craften. Was viel wichtiger ist, wir bekommen dort 3 verschiedene Arten von Karten. Die können wir einsetzen, wenn wir jetzt hier im Team sind, auf die Team-Info gehen, Teamkraft. Hier unten sehen wir es jetzt. Diese, hier sind es die Furies Geheimdaten. In der Mitte haben wir dann Starks Bauplan. Und das dritte ist Pims Forschungsberichte. Damit können wir halt den Angriff, Verteidigung, Lebenspunkte steigern. Dieser Bonus geht auf die komplette, auf das komplette Team. Und alle 10 Stufen bekommen wir auch Bonis. Hier, das sind jetzt zum Beispiel die Bonis für den Angriff, die wir dann bekommen. Insgesamt geht das aktuell bis 300. Den höchsten, den ich gesehen habe, bislang war irgendwie im Bereich 104, 105. Diese Bonis sollten wir natürlich alle mitnehmen. Und die Bonis und auch die Werte, die wir jetzt hier in Angriff plus 700, Verteidigung knapp 700 und LP fast 7000 sehen, nehmen wir für alle Charaktere mit. Deswegen wird es dann auch immer einfacher werden von Char zu Char. Und was auch ganz wichtig ist, direkt zu Beginn sollte man dann auch anfangen, einen zweiten Charakterminimum aufzubauen. Denn früher oder später, wenn ihr das erste Mal durchspielt, werdet ihr auch hin und wieder gezwungen sein, einen bestimmten Teamrang zu haben. Und den könnt ihr mit einem Char alleine überhaupt nicht erreichen. Von daher müsst ihr da hin und wieder mal zwischen den Chars hin und her springen. Weil sonst werdet ihr in der Hauptstoryline nicht vorankommen. Selbst wenn ihr alle Nebenmissionen macht, werdet ihr den entsprechenden Rang, den ihr da benötigt, nicht erhalten. So, jetzt können wir uns eins davon aussuchen. Ich würde sagen, nehmen wir mal die goldene Mitte. Königin von Wakanda. Wenn wir besseres Equipment finden, wird uns das direkt vorgeschlagen. Wir können es anziehen. Und jetzt sehen wir auch schon, 64.000 ist meine aktuelle Kraft. Vorhin hatten wir noch im ersten Part gesehen, irgendwas mit 2.500. Da war ich auf einem anderen Server, der wirklich frisch war. Da war ich bei 2.500. Jetzt hier mit diesem Account, der auch mein Hauptaccount ist, bin ich bei 64.000. Das sollte uns bis zum letzten Drittel des Spiels ohne weiteres durchführen, ohne größere Probleme. Allerdings werden wir dann später bei den Bossen immer wieder das Phänomen haben. Ja, jetzt muss ich kurz pausieren. Okay, doch nicht so wirklich. Das Phänomen werden wir haben, dass wir immer wieder Hit and Run machen müssen. Weil sonst werden die uns wegfetzen. Ab einem gewissen Punkt ist es nämlich so, wenn wir ein paar Schläge kassieren, gerade dann, wenn wir nicht tanky aufgebaut sind, zerfetzt uns das Ganze. Von daher werden wir sehr oft später Hit and Run haben. Und gerade zum Ende des Games ist es so, wenn wir einen Schlag kassieren, sind wir fast tot. Wenn wir einen Special Move kassieren, dann sind wir definitiv One-Hit. Selbst auf einem sehr, sehr hohen Level. Darauf sollten wir dann achten, weil wir dann auch teilweise 100.000, teilweise auch höher unter dem empfohlenen Limit sind, was wir denn eigentlich haben müssten. So viel erstmal grob dazu. Nun müssen wir uns erstmal durch die Ultron-Reihen kämpfen. Also Ultron spielt jetzt ein wenig verrückt. Von daher müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Aber sollte uns jetzt erst einmal nicht stören. Damit wären wir auch schon durch. Also wie bei vergleichbaren anderen Games haben wir hier im Hauptstory-Verlauf hin und wieder Instanzen, wo nur wir rein können. Selbst wenn wir in einer Gruppe sind, werden wir dann automatisch aus der Gruppe rausgekickt. In dieser Instanz können nur wir alleine unterwegs sein.
Und dann, nachdem wir das Ganze dann abgeschlossen haben, können wir uns wieder einer neuen Gruppe oder der alten Gruppe anschließen. Das ist möglich, aber diese Hauptstory-Instanz ist wirklich nur für uns alleine bestimmt. Generell macht es eigentlich auch Sinn, gerade am Anfang in einer Gruppe unterwegs zu sein, weil wir am Anfang noch nicht so die Power haben und gerade dann, wenn es darum geht, töte 20 von den Gegnern oder wie auch immer, zählen die Gruppenmitglieder dazu. Was nicht dazu zählt, ist, wir haben hin und wieder eine Mission, wo wir ja eine bestimmte Ressource farmen müssen in einer gewissen Anzahl. Das wird dann durch einen Coin dargestellt, werden wir uns gleich anschauen. Jetzt oben rechts haben wir quasi die Mission, dass wir von bestimmten Arten X umhauen müssen. Und darunter wieder genau dasselbe. Auch da können wir einfach nur, oh, hier diese gelbe Schrift, die dort zu sehen ist. Und dieses kurze Reinzoom signalisiert uns, dass wir hier eine besondere Quest haben. Und die ist jetzt gelb angezeigt. Für die haben wir jetzt 8 Minuten Zeit, sie abzuschließen. Wenn wir es nicht schaffen, müssen wir sie nochmal machen. Grundlegend reicht die Zeit vollkommen aus. Selbst wenn ihr komplett neu und frisch seid, solltet ihr es in diesem Zeitlimit hinbekommen. Einmal draufklicken, dann wird sie nicht ausgetauscht. Dann wird sie abgeschlossen und die meisten Missionen können wir dann auch, sobald sie abgeschlossen sind, einfach von dem Spot bestätigen. So wie jetzt da unten konnten wir wieder bestätigen. Und genau, da haben wir unser Level Up. Diese kleinen Kristalle muss ich einsammeln. Oh, okay. Einmal habe ich dafür jetzt eine Team Quest, nennen wir es einfach. Hier heißt es Team Training. Bekommen. Wir müssen einmal eben kurz schauen, wo das Ganze sich befindet. Na, ach, hier rechts. Also das, was ich jetzt so ein bisschen zentralisiert habe, glitzert so ein wenig. Damit sehen wir, dass wir hier was eingesammelt haben. Und dieser Erfolg, nennen wir es einfach mal, ist jetzt dafür da, dass alle Charaktere zusammen, wenn wir die Level addieren, Level 500 sind. Das habe ich jetzt entsprechend abgeschlossen. Kann mir eine Karte umsonst ziehen. Ist auch soweit in Ordnung. Und die nächste, letzte Stufe wäre Stufe 600. Um die abzuschließen, muss ich aber im oberen Strang, das ist das hier, 5 Charaktere auf Stufe 100 haben. Und dann geht das Ganze hier noch unten durch und dann kann ich den auch entsprechend aktivieren und freischalten. Also auch für den Anfang, diese Omega-Karte heißt sie jetzt hier in dem Fall, werde ich allerdings, das kann ich ja auch nochmal eben schnell zeigen, an meinen Hauptcharakter weitergeben, also über Team und Lager kann ich quasi auf die Items zugreifen, auswählen, unten rechts lagern, dann geht es in die Box und von meinem anderen Hauptchar kann ich quasi hier rechts aus der Box, würde ich dann die Karte anwählen, unten links abholen und dann bekommt der Char dieses Item. Von daher können wir auch ohne weiteres Items hin und her tauschen. Funktioniert eigentlich für so gut wie alles. Allerdings ist die Ausrüstung natürlich auf den entsprechenden Charakter gemünzt. Das heißt Storm, Captain America, Captain Marvel, Strange und wen wir so alles haben. Ich kann die Ausrüstung zwar hin und her tauschen, und auch dafür nutzen, zum Beispiel eine Captain Marvel Ausrüstung Storm zu geben, um dadurch Storms Ausrüstung zu verbessern. Das funktioniert. Ich kann aber natürlich nicht die Ausrüstung von Captain Marvel bei Storm anziehen und aufsetzen. Das funktioniert nicht. So, jetzt durchs Autoplay haben wir einen kleinen Spot übersprungen. Ich nehme einmal, ja, doch, die gelbe Quest können wir machen. Die ist direkt da vorne. Da müssen wir nur ein Sammelobjekt abholen, nehme ich mal an. Und genau, dafür bekommen wir jetzt wieder Ausrüstung. Ist eigentlich auch okay. Später, so, hier muss ich nochmal das Sammelobjekt mitnehmen für die Daily Quest. Da muss man nämlich 10 Items einsammeln. So, ich öffne einmal die Karte. Da haben wir jetzt nämlich hier noch eine Quest.
Einfach auf die Minimap draufdrücken. Der Char läuft oder fliegt automatisch dahin. Das ist eigentlich sehr cool gelöst. Und auch bei den Quests, wenn ich jetzt oben rechts die entsprechende Quest anklicke, dann läuft der Char automatisch zu diesem Spot. Und hier ist es ja, dass ich Altrons umhauen muss. Und dann werden die auch umgehauen. Dadurch, dass ich verschiedene Altron-Arten umhauen muss, haut er auch nur die um, die ich noch nicht habe. Das ist, könnte eventuell ein kleiner Nachteil gerade am Anfang sein, weil sich dann vielleicht Gegner zu sehr anhäufen. Jetzt haben wir ein Symbol bei der grünen Quest. Das ist so eine Art Coin. Hier ist es jetzt wirklich nur ein Aufsammeln von einem Item. Es kann passieren, dass ihr entsprechend irgendwo hingeschickt werdet. Dort müsst ihr zum Beispiel Altrons umhauen und habt eine gewisse Chance, dass die dann ein Item fallen lassen. Das ist die Art von Quests, die mit einer Gruppe nicht geteilt werden können, weil dort lootet quasi jeder für sich selbst. Da müsst ihr dann, wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, auch nach Möglichkeit die Gegner zumindest einmal anhitten, damit ihr dann auch Lootberechtigung auf diesen Gegner habt. Also dann immer schön AE-Angriffe raushauen, damit ihr dann auch so schnell wie möglich eure lootable Items bekommt. So, das Kristallding sammeln wir auch nochmal ein. Ich schaue mal eben bei Bilanz und oben Herausforderungen haben wir quasi die Dailies. Für heute habe ich alles abgeschlossen, aber ganz oben die Daily 5 Kristalle müsste ich quasi noch sammeln. Dann bekomme ich 10.000 Gold und rechts daneben, das sind die Team-Erfahrungspunkte, womit wir dann den Teamrang erhöhen können, wie ihr jetzt ganz oben seht. 84 ist aktuell mein Teamrang und ich brauche noch ein paar tausend EP, um dann den nächsten Teamrang zu bekommen. Hier holen wir uns mal wieder die nächste Quest. Was auch gut ist, allerdings nur fürs erste Mal. So, wenn ich jetzt hier durchs Menü springe, macht mein Char noch weiter das, was er machen soll. Wenn ich jetzt einmal auf das Aktivitätsverzeichnis gehe, haben wir für jedes Gebiet verschiedene Aktivitäten. Und wenn wir dort einmal reingehen, haben wir die epischen Missionen. Das sind die Hauptmissionen, sind für dieses Gebiet komplett abgeschlossen. Da hat uns Fury unterbrochen. Rechts daneben haben wir die Nebenmission, ist auch komplett abgeschlossen. Das sind die grünen Quests. Dann haben wir meistgesuchte, ne? Die Storm macht nebenbei immer schön weiter. Also meistgesuchte, jetzt wird es langsam nervig. Meistgesuchte sind halt besondere Gegner, die regelmäßig, unregelmäßig spawnen. Davon gibt es halt normale. Und so wie bei Kingpin, da haben wir jetzt so einen Totenschädel. Der würde erscheinen, wenn genügend von Fürst der Crimson Fist, Boris der Silver Bear oder Harry der Hammer, wenn man genug von denen tötet, kann Kingpin mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit spawnen. Die genaue Wahrscheinlichkeit kenne ich jetzt nicht, habe ich mich auch nicht wirklich drum gekümmert. Dann spawnt quasi Kingpin, so eine Art Bossgegner als, in der Weltregion. Das sind quasi so die meistgesuchten. Dann haben wir noch das Schurkenverzeichnis und Sammelstücke. Die Sammelstücke sind Collectible Items. Die müsst ihr einmal einsammeln und dann zählt das für jeden einzelnen Char. Das zeige ich gleich auch nochmal auf der Karte. Und das letzte ist das Schurkenverzeichnis. Hier müssen wir halt eine Art von Gegner eine bestimmte Anzahl oft killen. Jetzt sind es halt hier hauptsächlich 5 oder 10 Mal. Später sind es dann auch 130, 140, 150 Mal. Und dann bekommen wir da unten diese Items, die ihr seht. Ich habe es im ersten Step schon sehr übertrieben und überall einfach mal gleich im ersten Durchgang alles freigeschaltet. Müsst ihr natürlich nicht machen, denn wenn ihr mit mehreren Chars durchgeht, bekommt ihr früher oder später diese kleinen Mini-Erfolge sowieso freigeschaltet. Also ihr habt da keinen Zeitdruck. Und abgesehen von diesen Bauplänen, die für euren Teamrang zählen, sind jetzt hier keine Über-Items dabei, die euch jetzt das Leben massiv vereinfachen oder euch irgendwie ein Power-Up geben. Das ist dann wirklich nur alles über den Teamrang und diesen Teambonus,
den man sich dort freischalten kann. So, die beiden Kristalle nehme ich nochmal mit. Und dann fliegen wir jetzt hier einmal weiter. Ich beschleunige den Flug nochmal. Unten seht ihr es da quasi, wo dieser Counter ist. Da kann ich quasi nochmal so einen kleinen Boost auf meinen Flug geben. Dadurch, dass Storm fliegen kann, ist das eigentlich sehr nice. Es gibt Chars, das ist Captain America und auch Black Widow. Die können nicht fliegen, die laufen quasi durch die Welt. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber ja, ihr werdet dann auch ans Ziel kommen. Aber mit Fliegen könnt ihr quasi halbwegs querfeld einfliegen und seid natürlich schneller unterwegs. So, dann haben wir hier nochmal, da sehen wir jetzt auch nochmal dieses Coin-Item über den Gegnern. Das signalisiert uns dann auch, von welchen Gegnern wir diese Collectible Items für die Quest bekommen. So, Quest abgegeben, eine neue gibt es dazu. Mal schauen. Hier gibt es wieder Heiltränke. Gut, auf dem Power Level, wo ich jetzt bin, brauche ich jetzt nicht unbedingt diese Heiltränke. Aber wir nehmen sie dennoch mit. Sicher ist sicher. Die Heiltränke werden automatisch genommen, wenn wir unter 75%, obwohl das lässt sich auch einstellen, wenn wir einmal auf die Einstellungen gehen, genau, hier oben haben wir es, Auto-Wiederherstellungsgegenstand einsetzen, 75%, 50, 25 oder deaktivieren, da könnt ihr das selber einstellen, aber 75 ist schon ganz gut, weil sonst kriegt ihr dann später euren Char nicht mehr hochgeheilt, weil dieser Heiltrank auch einen Cooldown von 5 Sekunden hat und die können teilweise schon lang sein, wenn ihr richtig einen verpasst bekommt. Deswegen ist 75 so früh wie möglich eigentlich das Beste. So, sammle 10 Gegenstände habe ich jetzt auch erreicht. Wir werden entsprechend hingewiesen darauf, dass wir es geschafft haben. Wir gehen einmal auf Holen, holen uns dann das Geld. Oben rechts seht ihr mein Gold und die Kristalle. Gerade die Kristalle, das sind alles kostenlose Kristalle, da habe ich auch noch keinen Euro für investiert. Am Anfang bekommt man auch sehr viel von den Kristallen und am Anfang würde ich es auch eher dafür ausgeben, um weitere Character Spots freizuschalten. Am Anfang habt ihr nur 4 Spots, 4 weitere sind blockiert, die müsst ihr über den Shop freischalten, kosten dann 400 Kristalle, aber die, also jeweils 400 Kristall, ein Slot, aber diese freizuschalten ist gar kein Problem. So, wo fliegt sie denn hin? Da will ich aber noch nicht hin. Ich will nochmal zurück zum Spot und hier nochmal die letzten Collectibles einsammeln. Und wie gesagt, diese 400 Kristalle jeweils 4-mal sind eigentlich ohne weiteres farmbar. Recht schnell, einfach, unkompliziert. Von daher solltet ihr da auch sehr schnell die 8 Spots bekommen für eure Chars. In diesem Monat wurde schon so halbwegs angekündigt, dass ein weiterer Char aus dem X-Men-Franchise, sage ich mal, hinzukommt zu dem Spiel, plus eine Thanos-Erweiterung, Expansion. Mal schauen, was dann die gute Dame an Kristallen kostet oder ob man sie speziell freischalten muss. Und ja, ob man sie dann über Kristalle freischaltet, Quests oder wie auch immer, da lässt sich hier bestimmt einiges machen. Der uncharmanteste Weg wäre natürlich, dass man sagt, so, gib nochmal 400 Kristalle für einen Spot aus, dann kriegst du den Char, aber mal schauen, für welchen Weg die sich da entscheiden werden. So, da war nochmal der gute Tony Stark, der uns geholfen hat, beziehungsweise den Passanten geholfen hat. Wir springen einfach weiter durch die Quest. So, die Hauptquest nehmen wir mal an, weil wir dann auch direkt die Erfahrungspunkte dafür bekommen. So, Moment. Ich muss hier einmal noch die... Ja, das ist jetzt ein wenig ungünstig. Ich muss mal eben außer Range fliegen, damit ich hier die Quest annehmen kann. Das ist manchmal ein bisschen hakelig. Aber jetzt haben wir es hingekriegt. Hier gibt es auch wieder nur Heiltränke. Brauche ich jetzt aktuell überhaupt nicht. Aber solltet ihr am Anfang mitnehmen,
damit ihr dann nicht für Gold die Sachen einkaufen müsst. Jetzt sehen wir es da, klicken, um Belohnung zu erhalten. Wenn wir da draufklicken, heißt es auch immer automatisch, dass diese Quest oder der Quest-Abschnitt am Ende ist und ihr dann quasi auch eure Erfahrungspunkte bekommt. Wenn es eine Kettenquest ist, wo ihr dann immer wieder andere Dinge für machen müsst, dann steht das dort halt nicht, sondern beim Abgeben oder beim Interagieren mit einem anderen Char würdet ihr sofort direkt die nächste Quest bekommen. So, da haben wir jetzt einmal, genau, da haben wir einmal abgegeben, wurden zum nächsten Char weitergeleitet. Jetzt nochmal zum dritten. Und die Quest ist jetzt am Ende. Sehr schön. Dann können wir hier die nächste direkt annehmen. Und weiter geht's. Es gibt verschiedene Guides, die sagen, dass man diese Nebenquests ignorieren soll bis zu einem gewissen Punkt. Ich mache sie von vornherein immer, weil wenn ich sie jetzt direkt mache, direkt unter der Karte sieht man dann diese grüne Schrift, zeigt uns die Sidequests an. Darunter sieht man ganz schwach so ein blaues Icon und 10 von 10. Das sind die Collectibles, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe. Und wenn ihr sie einmal mit einem Char einsammelt, gilt das dann auch entsprechend für alle eure Charaktere. Von daher, diese Collectibles müsst ihr nur ein einziges Mal einsammeln. Dann habt ihr damit Ruhe. Die Sidequests müsst ihr oder könnt ihr mit jedem Char machen. Würde ich auch empfehlen. Jetzt am Anfang sind es hauptsächlich Heiltränke. Das ist jetzt nicht so der Burner. Aber später werden es halt verschiedene Baupläne, Ausrüstungsgegenstände und die braucht ihr auf jeden Fall, um euren Char und auch euer gesamtes Team besser zu machen. Von daher, wenn ihr es jetzt alles schon macht, müsst ihr dann später nicht mehr so oft hin und her springen und hin und her fliegen, zwischen den Gebieten reisen. Die ein Gebiet verlassen, könnt ihr natürlich immer noch zum vorherigen Gebiet zurückgehen über die Map, das ist gar kein Problem. Aber das, was ich jetzt direkt mache und erledige, brauche ich dann halt später nicht zu machen. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, spart man sich dadurch ein wenig Zeit. So, dann können wir hier nochmal abgeben. Wir bekommen hier auch nochmal eine andere Quest direkt dazu. Und na, genau, können die hier auch nochmal abgeben. Bekommen hier auch nochmal eine zusätzliche Quest. Abgeschlossen haben wir jetzt 12 Quests. 16 an der Zahl gibt es. 2 haben wir ja schon ausgesucht. So, klicken wir mal auf der Map da oben auf das Icon. Dann fliegt Storm dahin. Sammelt schön die Items ein. Also nachdem wir diese beiden Quests hier erledigt haben, die Sidequests, bekommen wir entweder 2 neue dazu oder vielleicht müssen wir noch ein Gebiet freischalten, wo wir dann einen neuen Questgeber erhalten. Müssen wir dann gleich mal sehen. Hier müssen wir noch mal eben was aktivieren, jemanden anquatschen und wieder zurück zu dem. Also hier verdächtig oft sitzen die Leute einfach auf der Straße. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Hier müssen wir jetzt auch nochmal. So, jetzt haben wir es abgeschlossen. Sehr schön. Kommt nochmal ein neues Item dazu. Fast bei 70.000. Okay. Diese ganzen Shards, die wir da eben bekommen haben. Moment, ich muss hier nochmal eben kurz Marken einsammeln. Genau, die Shards, die wir bekommen haben, wenn wir auf Held gehen. Und wollen wir es denn? Heldeninfo. Genau. Haben wir jetzt unten rechts die Kampfabzeichen. 6 Stück an der Zahl. Die sind auch durchnummeriert. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, hier haben wir Kampfabzeichen 1. Rechts daneben 2. Natürlich. Dann haben wir 4. Also oben von links nach rechts 1, 2. Dann in der zweiten Reihe links haben wir dann die 3. Rechts daneben 4. Und dann unten links haben wir dann 5 und 6. Die sind auch so durchnummeriert. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, Kampfabzeichen 1 6-mal anzulegen, sondern
Kampfabzeichen 1 kann ich nur ein einziges Mal anlegen, 2 ein einziges Mal und so weiter. Und wenn wir jetzt mal in mein Lager reinschauen, hier haben wir verschiedene Kampfabzeichen, entsprechend der Level schon mal vorbereitet. Also Storm ist jetzt die letzte, die sich hieraus bedienen kann. Wichtig sind dann natürlich hier der grüne Hulk, Maestro ist das, auf Stufe 100. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, da bekommen wir einen Angriff von 571. Darunter dann kritische Rate, Angriff so und so weiter. Dann Kernwerte, also wir können die quasi nochmal sockeln. Und ganz unten haben wir dann auch nochmal Sets, wo wir dann, wenn wir 2 von diesen Maestro-Kampfabzeichen drin haben, einen Bonus kriegen auf Superschurkenschaden. Das ist quasi PvE-Schaden. Und es gibt auch nochmal so ein Kampfabzeichen-Set speziell für PvP, wo dann der Damage explizit auf PvP-Charaktere, PvP-Schaden ausgelegt ist. Von daher könnt ihr euren Charakter PvP-mäßig aufbauen, PvE-mäßig aufbauen, wie ihr wollt. Dadurch, dass die Belohnungen, die ihr macht und die Aktivitäten immer für alle eure Charaktere zählen, kann es auch Sinn machen, Black Widow, ich habe zum Beispiel massive Probleme gegen eine Black Widow anzutreten, dass ihr dann eine Black Widow speziell nur für PvP aufbaut, sie dann auch nur im PvP einsetzt, einen anderen Char für PvE aufbaut, den nur im PvE einsetzt und quasi nicht einen Char dual spielen müsst. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, je nachdem wie ihr spielen wollt oder wenn ihr sagt, nee, zum Beispiel in Captain America möchte ich nur PvE aufbauen. So, jetzt haben wir das letzte Areal erreicht, können einmal auf Los klicken und sehen jetzt quasi hier auf der Karte den letzten Questgeber. Da können wir mal eben hinfliegen. Das ist Spider-Man. Direkt gegenüber habe ich was gesehen. Da haben wir wieder eine goldene Schrift oder eine gelbe Schrift. Von daher flitzen wir da mal eben schnell hin. So, hier haben wir... Diese gelben Quests sind eigentlich immer sehr schnell zu erledigen. Hier meine ich, müssen wir uns einfach nur diese Zwischensequenz angucken. Genau, das war es auch schon. Tippen drauf, bekommen die 80er-Jahre-Frisur. Ist jetzt nicht der Burner, macht uns definitiv auch nicht besser. Aber können wir dann dafür einsetzen, dann nachher unsere Ausrüstung ein bisschen zu verbessern. Oder was ich gerne mache, ist alles aufs Lager packen. Dann wechsle ich auf meinen Doctor Strange, was mein Hauptchar ist. Loote mit ihm alles, nimm alles quasi in mein Lager auf und dann werte ich die Ausrüstung von Dr. Strange aus. So, was haben wir hier? Ach, unten links bei dem Kampfabzeichen sehen wir so einen kleinen roten Punkt, wenn die Sequenz vorbei ist. Genau, das heißt, dass wir dort eine Verbesserung haben. Deswegen gehe ich jetzt einfach unten links auf automatischer Einsatz, nachdem die Sequenz wieder geskippt ist. Genau, klicke jetzt einmal drauf. Kampfabzeichen wurde jetzt ausgetauscht, dadurch, dass es dasselbe Symbol ist, hat man es jetzt nicht wirklich gesehen. Aber dann habe ich auch gleichzeitig das stärkste Zeichen drin. Da haben wir jetzt nochmal Captain Marvel mit dem New Stark City Set. So sieht das dann quasi später aus. Ist halt ein Captain Marvel nur in einer Iron Man Uniform, wenn wir mal ehrlich sind. Hier haben wir jetzt die erste wirklich gute Belohnung für die Side Quest. Das ist nämlich Furious Geheimdaten. Damit können wir den Angriff des gesamten Teams steigern. Sehr, sehr wichtige Sidequest. Sollten wir auf jeden Fall machen. Und jetzt schicken die uns hier hin und her zwischen Spider-Man und Marvel. Und nun bekommen wir die Geheimdaten. Damit sind auch alle Nebenmissionen in diesem Gebiet erledigt. Das ist schon mal gut. Die Karte müsste eigentlich auch schon so gut wie abgeschlossen sein. So, da haben wir nochmal eine besondere Quest. Nehme ich auch nochmal. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Wir haben ihn angequatscht. Die Quest war auch sofort abgeschlossen. Und das hier ist jetzt ein Bossfight, weil wir hier über Start und zwischen dem Thanos-Bild einen Cooldown-Balken haben. Wenn wir einen Cooldown-Balken haben, ist das... eine instanzierte Quest. Das hier ist auch eine instanzierte Quest.
Aber hier haben wir noch einen Boss, den wir besiegen müssen. Empfohlene Kraft ist 9500. Aktuelle Kraft ist 70.000. Also sollten wir ohne weiteres schaffen. Gucken wir einmal rein. Und dann müsste dieses Gebiet auch auf jeden Fall komplett erledigt sein. Release him at once. Once the Vision is freed from his enslavement, he will be the key in unlocking the future for man and machine alike. Any who stand in the way of our evolution must be deleted. Also, Ultron hat eben was von Vision erzählt. Wird auf jeden Fall auch nochmal eine Rolle spielen nachher im weiteren Storyverlauf. Dieser Ultron jetzt hier, den können wir im Autoplay ohne weiteres umnieten, weil wie man vorhin schon gesehen hat, die Stärke, die Storm jetzt hat, ist deutlich zu hoch für Ultron. I am only the beginning. You humans cannot stop us. Accept it. The end of your species is approaching. Einer von vielen Ultrons ist jetzt down. Nächste Evolution, bla 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 bla. Hat er das jetzt auf sich bezogen oder auf Vision? Werden wir später noch herausfinden. Als nächstes müssen wir zum Omega Flight Headquarter zurück. Da, wo wir quasi eben waren. Und dann haben wir diesen Storystrang für diesen kleinen Abschnitt von New Stark City absolviert. Ich meine, 2 oder 3 müssten da noch dazukommen. Gib mal die Quest ab, dann sollten wir genau ein Level abhaben. Hang on, I gotta go deal with a thing. Be back in a sec. Finally, you're here. I've been waiting forever. Yo, you gotta check out what I made for you. You're gonna love this. You thought you were the only one keeping busy? This right here is what I call the costume combiner. It's powered by Convergium. Pretty sick, right? This bad boy will let you customize your uniform in all kinds of rad ways. Check it! I already tested it out on my clothes! I mean, results may vary. Also, wir werden jetzt hier so ein bisschen durch die Möglichkeiten von dem Headquarter geführt. Die Sets haben wir uns ja im letzten Video einmal angeguckt. Hier können wir jetzt quasi unsere Ausrüstung verbessern. So, ne, dieses Angebot brauchen wir nicht. Können jetzt quasi einmal hier reingehen, Outfit verbessern oder Nanofusion. Das muss ich ganz ehrlich sagen, okay, nur 6-Sterne-Outfit. Deswegen habe ich es bisher auch noch nicht gemacht. Ist okay, aber zum Beispiel Outfit verbessern. Ich sehe gerade, wir haben gar keine Schuhe an. Wir haben nur ein Oberteil, Krone und Handschuhe. Ja, im Endeffekt, wenn ich jetzt die Krone auswähle, brauche ich 5 Items der aktuellen Stärke. Und dann könnten wir das Ding quasi auf die nächsthöhere Stufe. Grün, dann blau, lila, ja, gelb, golden und später dann rot aufwerten. Und sobald ein Item rot ist, gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, wir haben da jetzt gelbe Sterne, wenn wir dann ein rotes Equipment, was 6 Sterne ist, aufwerten, wird dann aus einem Stern rot. Das Ganze können wir dann halt entsprechend 6-mal machen. Dauert verdammt lange, ist verdammt kostspielig. Deswegen nicht auf zu viele Charaktere spreaden, sondern immer schön auf einen. So, dann als nächstes können wir nochmal zu guter Letzt hier erreichen sie mit Storm Stufe 10. Das haben wir erledigt. Bekommen jetzt eine Kiste, wo ein Item drin sein kann mit 1 Stern oder 2 oder 3. Gut, bei meinem Glück ist es immer 1, aber es sind Schuhe. Schuhe haben wir noch nicht, das passt also. Und oben bei der Geschenkebox haben wir jetzt auch einen roten Stern, wollte ich schon sagen, Punkt. Und hier bekommen wir quasi für alle 5 Level eines Chars eine Belohnung, Teamerfahrung,
bekommen wir hier bei einem glatten Level, das heißt 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter, bekommen wir auch immer einen Titel, einen Rang. Hier ist es jetzt Gassenbanditin, ist jetzt nicht so der Burner, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, das letzte Omega-Level ist schon deutlich cooler. Und was hier eigentlich am wichtigsten ist, ist die Team-Erfahrung, weil ab Stufe 25 haben wir hier tausender Erfahrung, die wir bekommen. Und ganz rechts haben wir hier Potenzialverbesserungsmaterial. Damit können wir natürlich unser Potenzial verbessern, den Charakter stärker machen. Und 100 Aufwertungen kriegen wir recht schnell zusammen. Danach wird es langsam zäh und träge. Am Ende könnt ihr das Potenzial in jedem Bereich wirklich maximieren. Aber bis es dann soweit ist, dauert es ein wenig länger und ist ein bisschen zäher. Jetzt können wir nochmal hier in den Bereich Team gehen. Dort haben wir dann den Titel. Ist zwar im Bereich Team verankert, gilt jetzt aber nur für den Charakter. Und wo haben wir es denn? Da haben wir die Gassenbanditin anwenden. Und wenn ich jetzt zurückgehe, ist direkt oberhalb von meinem Namen wird der Titel angezeigt. So viel erstmal zum ersten Abschnitt. Wir werden weiterhin noch einen Blick hier drauf werfen. Wie gesagt, Storm ist mehr oder weniger mein letzter Char, den ich noch aufwerten muss. 3 habe ich mittlerweile auf 100. Die anderen sind im Bereich 40 bis 70 und Storm jetzt halt auf 10. Später werden auch noch deutlich anspruchsvollere Bossgegner hinzukommen. Ultron war jetzt nicht so das Problem, aber auf einen Kampf, wo ich mich immer drauf freue, das ist Thanos. Auch wenn Thanos jetzt nicht die Herausforderung ist aufgrund des Teamlevels. Aber Thanos ist einer meiner Lieblingsschurken. Von daher freue ich mich immer drauf, ihm gegenüber zu stehen. Wenn ihr eventuell besondere Wünsche habt, ich habe ja schon andere Charaktere, mit denen ich ein bisschen was gemacht habe, können wir uns auch verschiedene Spielmodis einmal anschauen. Dazu werden sowieso nochmal Guides veröffentlicht werden. Ein paar habe ich auch schon in der Hinterhand. Muss ich quasi nur noch bearbeiten, vollenden, hochladen. Und nach und nach stelle ich euch das Ganze hier zur Verfügung. Ist jetzt im Endeffekt ein ganz anderes Game und ganz anderer Style an Games, was ich sonst immer habe, weil das jetzt hier zum ersten Mal auch ein Mobile Game ist. Vom Prinzip ist es halt aber so wie alles andere. Wir holen uns Charaktere, werten sie auf, machen sie stärker, um dann mit letztlich auch alles umzuhauen. Und wie gesagt, wenn euch da irgendwelche Fragen im Kopf rumschwirren oder ihr an irgendwas Interesse habt, einfach in die Kommentare und dann werden wir es wahrscheinlich auch hinbekommen, das dann für euch fertig zu machen und aufzubereiten.